Yo Leute, willkommen zurück bei WWE 2K22. Beim letzten Mal haben wir hier aufgehört, Leute, jetzt geht es weiter. So, erstmal werde ich die Attributspunkte mal ausgeben. Genau. Den bekomme ich nicht mehr. Der hat 22 gekostet, ne? So, hier haben wir nichts mehr zu tun. Wir gehen dann zu Billard-Salon, aber bevor ich das mache, will ich erstmal wieder böse sein, ne? Ich weiß nicht. Wartet mal, der hat noch was zu sagen. Okay, na gut, du musstest zwar auf diesen durchgeknallten Dexter Lumis zurückgreifen, aber trotzdem, ich ziehe meinen herrlichen Hut vor dir, der Part 58. Ja. Ich habe mich bei Rubin entschuldigt. Was soll's? Das haben wir auch nicht gelesen. So, was hat William Regal? Ich habe vielleicht eine Gelegenheit für dich, dir die NXT North American Championship zu holen, falls du Interesse hast. Gib mir Bescheid. Du verschaffst mir ein Match gegen Damian Priest? Noch nicht. Zuerst müsstest du ein Triple Threat Match gewinnen. Dann könntest du Priest zu einem Match um seinen NXT North American Championship herausfordern. Was hältst du davon? Ich warte auf eine andere Gelegenheit. Mach ich erstmal. Weil das ist safe. Leute, das ist safe. Die Story, dann geht es weiter. Weil ich mach das dann später. Deswegen. So. Leute, ich wollte meine Persönlichkeit ändern. Ne, das ist das nicht. Boah, wie geht das nun mal, ey? Ich hab das voll vergessen. Also sie kann das, glaube ich, nur machen, ne? Oder William Regal. Ach ja, das hatten wir gerade. Ja, das mache ich gleich, Leute. Das mache ich gleich. So, erstmal machen wir weiter die Aufgaben. Wir gehen zum Billardsalon. Dann geht's weiter. So, Tassia Tastic ist das, ja? Hier heißt die ja Tassia Meadows. Keine Ahnung, warum die so genannt haben, ne? Warum habe ich immer noch ein Sozial Media hier offen? Habe ich irgendwas nicht gelesen? Ah, hier. Das könnt ihr selber lesen, Leute. Ansonsten haben wir alles, ne? Ja. So, wir haben noch die Aufgabe noch bei ihr. Dann mache ich das. Eben. Okay, so this is crazy, but I ach so, das mit Kushida, Leute. Ja, machen wir. Das hatten wir ja beim letzten Mal, ne? So, jetzt muss ich wieder warten. So, jetzt müssen wir mit Kushida ein Team bilden und dann gewinnen. Hauptsache haben wir gegen Kushida ein Match gehabt und jetzt müssen wir mit dem ein Team sein, wirklich. Ja, da kommt Danny Burch und Oney Logan. NXT, NXT. Cole, and as a former tag team champion myself, I have to say these matches hold a special place in my heart. He's putting something together. Spine Buster. Spine Buster.
Yo, ich hab gedrückt. Manchmal drückt das ja nicht, ne? Kennen wir schon in- und auswendig, Leute. Es ist dein scheiß Ernst, dass du jetzt wechselst, Mann. Wow. Ich versuche wieder mit meinem Doppelfinisher zu gewinnen. Also mit meinem Doppel, ja genau, Doppelfinisher ist das, ne? Also ich lasse Kushida gar nicht kämpfen. Eigentlich können wir das ja machen, wir sind ja wieder gut geworden, ne? Hä? Warum haben wir nicht mit dem gewechselt? Ey, ich wollte gerade Doppelteam machen. Ja, mach weiter so. Ja, dann wird's noch kommen. Ey, wieso kann ich nicht kontern wieder, ey? Obwohl ich alle Tasten fast drücke wieder, ne? Das wird irgendwie nicht angezeigt. Nur Probleme, wirklich. Geht jetzt wieder in den Ring rein? Nein, der Rotte. Komm. Boah, kommst du, du Vollidiot. Uranagi! Man, oh man. He's taking some good hits. Superman Punch. Und jetzt machen wir das. Ja, ich wollte, dass er auch wechselt. Damit wir unseren Doppelfinisher machen können. Das ist ein Double F5. Reicht eh nicht, aber trotzdem kauern wir. Wäre ja zu geil, ne, wenn das reichen würde. Ja, genau daneben. Ich bin voll auf seinen Kopf gekommen, aber egal. Jetzt hat der Orangenkörper. Bitte nicht daneben. Ja, reicht. Natürlich stört er. Ja, machen Warren das einen Dropkick. Perfekt. So, Spiel reicht, ne? Perfekt. Haben wir die Aufgabe erledigt. Obwohl das ein Tag Team Match war, haben wir nicht lange gebraucht. Sorry, Leute. Ich trink mal wieder was. So, Story abgeschlossen. Fantasy Booking.
Wir haben wieder Attributspunkte bekommen. Ich gebe das mal schnell aus, dass wir dann alles haben. Jetzt haben wir auch 92 Stärke. So, jetzt haben wir alles, aber wir müssen jetzt zu GM-Büro. Aber das Ding ist, ich möchte wieder böse werden, ne? Ich muss das mal wieder hinbekommen. Ich bin die Nummer 1 in der WWE Fantasy Legacy. Nein, League. Was für Legacy? Diese Woche. Der Patach 50 und Kushida haben vielleicht im Ring gewonnen, aber die echte Gewinnerin bin ich. Okay. Ja, ich möchte wieder eigentlich das ändern. Boah, wie geht das nochmal, ey? Leute, ich weiß, wie das ging. Also, das könnte das sein, ne? Ich habe darüber nachgedacht. Ja, hier ist das. Ihr könnt das jetzt selber lesen, Leute, weil William Regal Rat annehmen und dich verändern. Ja, machen wir. Das könnt ihr jetzt selber lesen, Leute, weil wir ändern jetzt. Ich will mich nicht gut fühlen, ich will mich böse fühlen. Ja, das machen wir. Und danach hole ich mir den NXT North American Championship. Der gehört mir dann. Yo. Wie hieß der nochmal? Dijak, ne? Genau. Der neue Name ist von dem Dijak. Wie heißt der eigentlich hier? Dominik Dijakovic oder so, ne? Komischer Name hat er. Ja. Before they went at it. What does that tell you, Corey? It tells me there's some serious bad blood here. I'm just glad we've got cameras back there to catch all the action. Yo, das gekontert. Wie hast du das denn bekommen? Scheiße, ich konnte nicht drücken. Choke Bomb. Wen willst du denn schlagen? Zigzag. Wo wir von Zigzag jetzt reden, Leute. Dolph Ziggler ist ja nicht mehr bei WWE. Und das war sein Finisher. Wow, was war das denn? Das hab ich auch noch nie gesehen. Krass. Boah, jetzt hat der gekontert. Timely counter by Dijakovic. I had that well scouted. Powerless position to be in right now. Through the table. Ja, so muss das auch gehen. Oh man. Leute, der wird safe kontern die ganze Zeit. Weil sonst würde ich ja von da oben springen. Oh God. Slips out of the way. Ja, jetzt will er schnell beenden, damit wir noch eine Aufgabe machen können. Well measured. Wow. Oh, to the back of the neck. What a lariat. And he's able to reverse. Ja, Konter, alles. Both superstars showing great awareness of their opponent's repertoire. Oh my God. He saw that one coming. Pump forearm. Hier ist er den. Ja, wenn er nicht kontern würde, ne? Maybe that will shut him up. Oh. Wow. Der hat das voll auf den Ding da. Ja, Ding da. Gebrettert. Kick from behind. Ouch. Up into the torture rack. Kriegst du deinen eigenen Finisher? Das war sein eigener Finisher.
Boah. Oh, good lord. High impact off of Alter, what das hat geklappt. 20 plus feet in the air. How insane can you be? Certified crazy. Forget about a medic. Someone find a straitjacket. Diving elbow drop. So, steh auf. He's reeling, slowly getting up. Jetzt kriegst du den F5. Hat den Konter. Yo, ich konnte nicht kontern. Up across the shoulders. Boom! Feast your eyes. Okay, alles daneben. He was waiting for him to make his move. Boah, scheiße, jetzt werden die kontern, ne? Aber nicht all, die sollen nicht auch alles kontern, ne? Hallo, ich will kontern. Perched on the shoulders, feast your eyes. Ey, wir verlieren gleich, ne? Hallo? Kann ich mal kontern hier? Punch right in the head. Ja, toll. Komm, mach Neustart. Wir werden safe jetzt verlieren. Ich mache das jetzt so, ich werde jetzt einen Cut machen. Eigentlich mache ich das ja hier nie. Aber ich muss das machen, damit wir böse werden wieder, ne? So, dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn er so wieder orange oder rot ist. Bis gleich. Also der Körper. So, Leute, da bin ich wieder. Wir haben umgekämpft, ich springe jetzt von oben. Und daneben. Da, wo ich das zeigen wollte, habe ich das daneben gehauen, ne? Das passiert mir immer, Leute. Immer wenn ich was Cooles zeigen will, geht daneben. Dijakovic's attack gets reversed. Oh, what a right hand! Hat der gekontert, ne? Wollte ihn jetzt benommen machen und dann wieder auf den springen. He's got the answer for that. So, kriegst du den F5. Komm. Uh-oh. Batten down the hatches. Und das war's. Ja, hätte ich das schon direkt am Anfang gemacht, dass wir nach oben gehen. Aber egal, wir sind jetzt wieder böse. Und jetzt nehmen wir auch das an mit dem North American Championship, Leute. So, kurz was getrunken und weiter geht's. Story abgeschlossen und wir sind jetzt wieder böse. So, weiter. Jo, wir haben neue Aufgaben. Leute, hier war ich ja noch nicht bei GM-Büro von NXT. Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Zwei Sachen haben wir vergessen. Die werde ich mir auch noch holen. Aber wir können erstmal die Aufgabe hier holen. Ich glaube, dann mache ich das beim nächsten Mal mit North American Championship. Aber GM-Büro bin ich auch gespannt, was da los ist, ne? Nicht, dass das Story-Modus dann weitergeht. Kann sein, Leute, ich weiß es nicht mehr. Lange nicht mehr gespielt, ne? Das ist das Ding. So, Tarsia Meadows und Robin Ray. Wir reden erstmal mit Robin Ray. I'll make you a deal. Give me an exclusive for my podcast and I won't report on what I heard about you being voted the least liked superstar in the NXT locker room. Let me break the news about a no DQ match between you and Isaiah Swerve Scott. Ja, Leute. Da bin ich wieder. Gib Robins Forderungen nach und trifft gegen Isaiah Swerve Scott an. Ja, machen wir.
Oh yeah, I am pumped for this guy. Ja. Weiter geht's. Ja, unsere Entrance brauchen wir nicht zu sehen, Leute. Da kommt jetzt Swerve Scott. Brauchen wir auch nicht zu sehen, haben wir jetzt schon mehrmals. Ey, direkt daneben. Ey, wir sind über 92 Stärke, aber trotzdem haben wir Probleme hier. Ist auch normal in der Legende. Legendär spielen wir. So, zeigen wir mal was anderes. Immer die gleichen Moves, habe ich keine Lust mehr. Ja, das war ein Oh my God Move, deswegen sind wir auch überreagiert hier alle. This is awesome. Und daneben Moss. And now a series of stomps and kicks. Go right to the kidneys. Golly. Missed timing with that springboard. Stunner. Daneben. Swerve got caught with a reversal. And there's the Uranagi. Landed them. Both wrists captured it. That was nasty. He's getting a little battered now. No need to panic. He's still swinging. Oh, foot just stomping down. Stay off. He's looking completely lost as he finds his footing. Cutter. Adios. Warum sagen die eigentlich Cutter? Das ist RKO. Boah, wenn wir schon von RKO reden, ne? Jeder Rest hat Probleme, Leute. Ja, Randy Orton. Wir reden von Randy Orton, Leute. Ich hoffe, der kommt wieder zurück, weil er Probleme hatte mit seinem Rücken. Hallo? Wieso kann ich das Seil nicht packen? Ah, jetzt. So. Ich verpasse dir noch einen. Alter, wenn du nicht kontern würdest. Ein Tombstone Piledriver würde ich dir noch verpassen, aber wird nichts mehr. So. Jetzt bekommst du noch den Sister Abigail und das war's hoffentlich dann. Boah, hat das gedauert, ey. Ne? Diesmal hat das wirklich lang gedauert, egal. Ja, das gekonnt hat. Man hat das direkt von unten die Striche gesehen. Ich hab gekontert, Leute. Ich hab auf Dreieck gedrückt. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht geklappt hat. Oh. Ah, den kotze ich nicht kontern. Ich hab nicht aufgepasst. Ich dachte, der kauert mich. Jetzt macht er das. Stellt euch das mal vor, wir verlieren, obwohl wir gar keinen Dings haben hier. Ja, Verletzung. Stunner. Und Cutter. Boah, scheiß Rope Break. Und Spear, Alter. Komm, mach was anderes. Kriegst du so ein Spear. So, kommen jetzt wieder in den Ring.
He's in under the ropes. His eyes are fixated. Boah, he's looking at this. Number 5 und das war's. Uh-oh. Batten down the hatches. Thunderous. Swerve is down. Komm, ich tag dir noch einmal. Und das war's auch nicht. Jo, krass. Ein F5 und noch so ein Move. So, geh mal da weg, Ringrichter, du Vollidioten. Ja. Leute, wieso macht das immer jeder bei mir? Wieso steht jeder bei mir im Weg, wenn ich spiele? So, bitte jetzt nicht kontern. Abigail, hoffentlich. Ja, hat geklappt. Ey, wieso klappt das? Reicht das nicht? Ey. Hier, kriegst du ein Spear. Reicht. Hammerhart. Wir hätten schon längst gewonnen, Leute. Einfach 4 Minuten hat er gezögert, aber. Egal. Das mit Dijak-Match war richtig scheiße. Mit Dominik Dijakovic. Den meine ich, Leute. Ja, der heißt ja jetzt Dijak im echten Wrestling. Der ist ja bei NXT. So, Leute. Ja, sobald es wieder weitergeht, werde ich den Part beenden. Kann ich schon mal jetzt schon machen. So, das war's mit dem Part, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Story abgeschlossen. Enthüllung oder Verleumdung. Upgrades-Punkte mache ich auch noch. Und dann... Sorry. Und dann beende ich den Part. Boah, keine Ahnung, warum das jetzt kam. Bestimmt zu viel Wasser getrunken. So. Das war's mit dem Part, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt. WWE 2K22. Ciao, Leute.